Mein Name ist Christian Griesmann. Mein Name ist Oliver Holub. Wir sprechen heute über Teilendoprothetik des Kniegelenkes. Der Schlüssel zur modernen Endoprothetik ist letztendlich die Kombination aus möglichst gering invasiver Operationstechnik, schonendem Vorgehen während der Operation und Kombination modernster Implantate mit digitaler Planung, um das Ganze auch optimal einsetzen zu können. Vorteile des besonders schonenden Verfahrens ist der geringere Blutverlust, möglichst wenig Schmerzen, die schnellere Rehabilitation, die dadurch erreicht werden kann und sicherlich auch die deutlich weniger auftretenden Komplikationen und damit die Gewährleistung der raschen Wiederkehr zum normalen Leben. Wir erhalten letztendlich eine nahezu physiologische, normale Kniegelenkbeweglichkeit. Wir nennen das Kinematik und die Patienten berichten idealerweise über ein natürliches Gelenkgefühl. Manche berichten sogar, sie würden die Operation vergessen. Wir sprechen dann vom vergessenen Kniegelenk. Das heißt, wir erreichen eine maximale Beweglichkeit mit unserem Verfahren, eine gute Stabilität und Schmerzfreiheit für ein normales Leben mit dem künstlichen Gelenk. Man benötigt für diese OP-Techniken ein eingespieltes Team und selbstverständlich auch große Routine. Hierzu helfen uns digitale Assistenzsysteme, auch in der Zukunft insbesondere, diese Operation noch exakter und sicherer zu machen. Intraoperativ unterstützen uns Navigation und Robotik, diese Präzision dann tatsächlich auch während der Operation umzusetzen.